auf zum Scheideweg. Für eine Nebenquest. Du wirst nicht mehr so übermütig sein, wenn die Männer des Barons den Arsch versohlt haben. Hast du probiert? Ich bin hungrig wie ein Wolf. Mögen die Götter dich schützen. Achso, ja, stimmt. Was gibt es Neues, weil wir die Männer vom Baron jetzt mal umgebracht haben. Hütte gekrochen, ohne ein Geräusch. Ach so, du meinst schon von der Freiheitbrigade gehört? Stimmt das? Deinesgleichen hat dort gedient. Anderlinge. Hallo. Nilfgaarder. Nilfgaarder ist schon da. Reinhard Fein. Und du bist der Hexenmann, der Mutant? Ich hab schon Interessanteres aus meiner Nase geholt. Der Kaiser wird uns führen. Geradewegs nach Novigrad. Okay. Du kannst einen Schnellreisepunkt nehmen. Ach so. Kannst auch Plötze nehmen. Kaiserlichen Zelte, Nilfgaard ist hier. Warte. Da rutscht man ziemlich runter. Und auch rüber. Plötze! Jetzt hast du Plötze hierher gebracht, jetzt brauchst du ihn nicht mehr. Wir reiten jetzt. Kannst auch zur Burg des Barons gehen, dann machen wir beim nächsten Mal die Nebenquest. Nein, nein, wir machen jetzt Nebenquest. Okay. Du könntest auch sowieso schon mal zum Burg des Barons gehen, weil da gibt es einen Schnellreisepunkt und du bist sowieso in der Nähe. Dann haben wir den wenigstens schon mal. Dann müssen wir da nicht nochmal hinreiten. Wo waren die? Da, wo du, da wo der Punkt ist. Ach so. Da ist der Schnellreisepunkt. Dann können wir uns beim nächsten Mal gleich dahin teleportieren. Du kannst versuchen, sie alle zu gewinnen. Hey, schaffst du nicht. Und ja, sobald wir irgendwo mal eine Nebenquest sehen, dann können wir die da machen. Ist doch eine Möglichkeit. Das ist gut. Du hast dich verfangen. Nein, was soll denn das? Heya! Du musst mit B springen. Nicht absteigen. Doch, doch, ich mach das schon. Okay. Jetzt ohne Plötze rüber. Jetzt nochmal aufs Dach rauf. Guck mal, ich war gerade im Haus drin. Wow. Geralt kann echt ziemlich hoch springen. Das ist, wundert mich. Mit dem Equipment auch noch. Also ich hab's nicht drauf, einfach so ein ganzes Hausdach hochzuspringen. Kommt man in dieses Haus rein? Ich glaube nein. Aber wieso war ich dann gerade in dem Haus? Oder von da. Da ist die Tür. Okay, gibt's aber eh nichts Tolles. Nee. Einmal Plünderung, frei Haus! Boah, Hornblatt gefunden. Schweinehaut. Alchemistische Pasta. Geil. Jetzt aus dem Fenster rausspringen. Das geht leider nicht. Ah, ich schaff das schon noch. Ja, die Wette geht. Du hast einen Beruf. Das bedeutet weniger Hunger für dich. Plötzlich wird nicht viel einer von dir verarscht. Hoffentlich braucht er mich nicht. Jetzt kommt es erst nach vorne. Okay. Hey. Was war denn das, Geralt? Das war hätten wir auch zu Fuß laufen können und Blumen pflücken können unterwegs. Hätten, haben wir aber nicht. Das mache ich nur nicht, um die Zuschauer abzufacken. Das wisst ihr genau. Da ist die Burg des Barons. Krähenfels. Da ist der Schnellreisepunkt. Oh, plötzlich, ich gehe da lieber selbst rein. Okay. Jetzt haben wir ihn. Du kannst auch, da ist rechts schon eine Nebenquest. Du kannst auch da machen. Du kannst auch übers Schild klettern. So, rechts. Oder, nee, oder du gehst rein in wenn du reingehst mit die Baronen, aber das sind auch wohl eine Nebenquest, also das ist auch so ein Brett, ne? Ich will dahin. Bis dahin? Okay, dann mach die. Such's dir aus. Hier sind Hütten. Mit Kräutern. Oh, ich glaube, ich weiß, wer das ist. Ich glaube, ich weiß, wer das ist da. Bei der Quest? Ja, viel Spaß. Verschlossen, Schlüssel benötigt. Nein, du brauchst einen Schlüssel, keine Art. Ja, natürlich, Art ist ein Schlüssel für alle Türen. Das gefällt mir nicht. Das könnte Feuer fangen.
Höchst unwahrscheinlich. Oh, eine Truhe. Wow, Bärenfell. In so einer dicken Truhe ein Bärenfell. Ja, also Bär ist jetzt auch nicht gerade klein. Ist jetzt nicht ein Teddybärenfell. Stell dir mal vor, du wirst so eine niedliche Witcher-Version machen. Mit Teddybärenfell. Auf zum Kampf! Ja, er ist es. Oh, Ronwild, nein. Es ist Ronwild. Boah, kann ich ihn wegaden oder so? Du kannst ihn ansprechen. Ehrlich, diese Tür soll mich hindern, in das Haus zu kommen? Ja, dieses Dach auch. Da ist eh nichts drin. Ist nur abgeschlossen, damit du da nicht reinkommst, damit du siehst, dass da nichts drin ist. Na los, sprich mit dem guten Ronwild. Ronwild vom Sümpfle. Zieh die Waffe. Du musst schon mit ihm reden. Ich will aber nicht. Doch, willst du, glaub mir. Halt, zum Zweikampf. Ich fordere dich heraus. Da sieht er sind dir vielleicht die Stiefel zu groß? Vorsicht, nicht stolpern. Halt, sag ich. Ich bin Ronwild vom Sümpfle. Gebunden durch einen heiligen Eid. Oh, das ist hart. Mein Beileid. Der Jungfer Heidelbeer Ehre zu erweisen, der schönsten aller mir bekannten Jungfern, indem ich 100 Ritter im Duell besiege. Nun aber spornstreichs gezogen. Nach dir kommen noch 99 weitere. Er fängt mit dir an. Warum forderst du mich heraus? Das ist ja ein bisschen bitter, ne? Ich kann mich nicht erinnern, die Jungfer Heidelbeer beleidigt zu haben. Nun, also... Dann schwöre, dass die Jungfer Heidelbeer die schönste von allen ist. Wer ist die Jungfer Heidelbeer? Ich hab sie doch noch nie gesehen. Aha! Diese Verachtung kann nur mit deinem Blut abgewaschen werden, Unhold. Auf zum Zweikampf! Ja, jetzt kämpfst du gegen Ronwild. Nein. Oh. Ja, hau rein. Hau ihn doch. Du hast gesagt schon nein. Gut. Ich ergebe mich. Reicht's jetzt? Ja, das Glück war dir treu. Aber nächstes Mal... Nächstes Mal bringe ich dich um. Geh zur Jungfer Heidelbeer und entschuldige dich für deine Idiotie. Sofort, bevor ich es mir überlege und dir die Knochen breche. Wir sehen uns wieder. Der kommt noch häufig wieder. Oh Mann. Was für ein Spast. Jungfer Heidelbeer. Wer ist denn die Heidelbeer? Ja, das weißt du nie. Das wirst du auch nie herausfinden, wa? Ich glaube nicht. Kannst du mal nach Heidelfeld gehen, vielleicht lebst du da. Gehen wir zum nächsten Anschlagsbrett, würde ich sagen, oder? Das ist in der Burg vom Baron. Damit trigger ich jetzt nichts? Ich weiß es nicht, aber selbst wenn, triggerst du, glaube ich, nur ein Gespräch. Aber wir haben vorhin Leute umgebracht, vielleicht greifen die uns jetzt auch da drin an. Na, mal gucken. Nimm eine Wasserflasche. Finde den Baron. Hm, das ist ja irgendwie verlockend hier. Wieso? Zum Runterspringen. Ja, das ist halt aber gut. Eigentlich, so strategisch gesehen, ist das eine ziemlich gute Burg, ne? Weil die ist schön... Ich habe die Blume da gesehen. Die ist schön geschützt von den Seiten her. Na, wollen wir es mal ausprobieren? Wie geschützt sie ist? Ja, du kannst da wahrscheinlich wieder irgendwo rüberspringen. Ja, aber die ist zu gut für dich, die Burg. Das sieht gut aus. Ich glaube, das kannst du auch nicht. Die ist zu gut für dich. Es gibt, glaube ich, einen Weg, wo du reinkommst. Da musst du einen Ticken weiterlaufen noch. Da ist eine Schwachstelle in der Verteidigung. Da. Nein, geradeaus. Nein, nein, nein. Du musst noch ein bisschen weiter rechts. Hier wird's nichts, aber hier. Hier müsstest du reinkommen. Ja. Rein. Da bin ich aber nicht drin. Doch. Ist ja ein hässliches Dorf. Du bist in einem sehr abgelegenen Teil. Achso. Ist der abgeschlossen? Nein. So, du bist drin. Ich wollte mich aber reinglitschen. Ja, hast du auch gemacht. Nö, nicht wirklich. Du bist sogar hinter das dicke Tor gekommen, ne? Du bist jetzt direkt bei dem Baron drin. Dann wird er das wohl nicht brauchen. Erstmal alles hier ausrauben. Silbererz, richtig schön viel. Wir können auch mal neue Wachen, neue Rüstung schmieden. Das ist ein guter Plan. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee, ne?
Also der Baron hat ja eh nichts drauf. Er muss wissen, dass ich komme. Leuchtet die Feuer. Halt! Wer ist da? Vermisst Anna Stringer. Ach so. Ist der Baron zu Hause? Geht dich nichts an. Ich muss ihn sprechen. Öffnet das Tor. Niemals. Also wir haben gehört, was am Scheideweg passiert ist. So einen lassen wir hier nicht rein. Das wohl auch Dorf und meinen anderen Weg hinein zu finden. Weg finden. Ja, dadurch, dass wir. Ich sollte mich unter den Dörflern umsehen. Dadurch, dass vielleicht wir jetzt die Leute am Scheideweg umgebracht haben, kommen wir da erstmal nicht rein. Wir müssen jetzt einen Weg rumherum suchen. Mal wieder. Ja. Ansonsten wärst du, glaube ich, da so reingekommen. Wir haben gehört, was am Scheideweg passiert ist. Du kommst da nicht rein. Aber wir lassen dich im Dorf drin, weil die Leute sind uns vollkommen egal. Tötet ihn! Nicht schlecht. Ah ja, stimmt, du musst jetzt auch gegen ein paar Leute kämpfen. Und bumm. Du hast ihm den Ahnen abgetrennt. Hast du das gesehen? Aber er lag doch schon auf dem Boden. Diese Dorfbewohner brauchen kein Feuer. Die machen mir ja die Türen nicht auf. Was, Geralt? Wie hast du das gerade gemacht? Das warst du. Nein, nein. Das sind meine magischen Hände, meinst du? Oh ja. Was denn? Manchmal bist du eklig. Ich hab deine magischen Hände. Ja, wie du es gesagt hast. Oh ja. Ich weiß schon wieder, was ihr jetzt denkt. Aber nein. Du schaffst es, überall hinzuspringen. Jo. Easy. Parkour. Okay. Hier ist nichts. Da ist nichts. Du willst nur hoch, hä? Nein, nein. Da stand noch aufnehmen. Ach so. Ich verarscht. Ja. In der Wand waren ein paar Pilze drin. Ist doch gut. Das braucht jedes Haus. Und der Zaun, den braucht keiner. Ja. So gefällt mir das Haus besser. Was sagt man dazu? Nur ein müder alter Mann rennt nicht voller Furcht weg, wenn er mich sieht. Herr Bauer. Mit dem rede ich noch nicht. Doch. Mit dem rede ich noch nicht. Oh doch. Aber nein. Aber doch. Aber nein. Aber doch. Hau die Ziegen um. Ihr seid Hau frei. Ihr um. Seid frei. Lauft! Los! Die laufen ja nicht raus. Stoß sie raus! Idioten. Meh. Oh. Du kannst das hier nicht. Wolltest den Arm angreifen? Es war durch den Brennnesselstrauch. Ah. Warum nicht einfach mit ihm reden? Lass mich allein. Ach, das ist der. Lass mich allein. Der wird auch noch gut wichtig. Für eine spätere Quest. Oh. Schade. Und auf dem nächsten. Ja, ja. Wundert mich, dass hier nicht mehr Männer vom Baron stationiert sind. Mich auch. Also das war ja nun wirklich keine Verteidigung gerade. Zwei Mann? Ihr seid frei! Der Baron braucht kein Essen. Die armen Schweine. Wieso, sie sind frei? Ja, und draußen werden die Augen nur zerrissen. Hier können sie wenigstens noch leben, bis sie geschlachtet werden. Ein Schritt vor die Stadtmauern, die sind tot. Wir haben gerade Krieg. Was meinst du, wie hungrig die normalen Bauern sind? Ich glaube sogar, dass du da in das... Oder musst du in das Haus? Nein, du musst nicht in das Haus rein. Da ist nichts drin. Da ist wieder... Da haben sie wieder spärlich gearbeitet, weil sie dachten, da kommt niemand aufs Dach hoch. Aber dann kommt Jule. Glitscht sich rückwärts hoch. Kann ich die auch wegtreten?
Nein, du kannst keine Tiere treten. Aber das kann ich machen. Ja, das ist kein Treten. Du musst aufpassen, sonst kommen wie bei Zelda ganz viele Gänse. Jetzt nicht mehr. Die hätten Hilfe geholt. Ich hätte sie bestimmt wegtreten können. Das ist so, das Dorf mit einem anderen Weg hineinzufinden. Ich sprich mit dem alten Mann. Ich glaube, wenn du den Weg weißt, kannst du auch schon so rein. Bei Tieren zieht er aber immer das Schwert, wa? Nö, nicht immer. Nur wenn du sie umbringen willst. Grüß dich. Grüße zurück. Die anderen Dorfbewohner sind abgehauen, als sie mich sahen. Nur du nicht. Ich bin zu alt zum Rennen. Was könntest du mir auch anhaben? Mich töten? Mach ruhig. Ich lebe eh nicht mehr lange. Mir das Fell abziehen geht nicht. Meine Haut ist zu spröde. Lebst du schon lange hier? Seit meiner Geburt. Müssen jetzt schon über 70 Winter sein. Kennst die Gegend bestimmt ganz gut. Kann man sagen. Hör zu, ich muss in diese Festung kommen. Gibt es auch einen Weg, der nicht durch das Haupttor führt? Ja, aber nur wenige kennen ihn. Das ist nicht unbedingt das Haupttor. Wenn du, sagen wir, einem bescheidenen Mann ein bescheidenes Angebot machen würdest, könnte ich dir den Weg zeigen. Ich lass mich nicht verarschen. Willst du nur an ein paar Münzen kommen oder hilfst du mir aus einem anderen Grund? Was du da am Scheideweg getan hast, deswegen lassen sie dich nicht rein. Woher weißt du davon? Der Wirt? Der Ehemann meiner Schwester. Tja. Ich lasse mir keine Münzen abknöpfen. Wenn es einen anderen Weg gibt, finde ich ihn. Vielleicht wirst du das. Vielleicht auch nicht. Er sagt nicht, wo der Weg ist. Ich glaube, der Weg ist hinter ihnen in den Brunnen oder so. Aber ich glaube eher nicht, weil du da nicht rein kannst. Kannst du hier wegstoßen? Ne, da musst du irgendwie außen rum, glaube ich. Durch den Brunnen. Aber gib ihm das Geld. 15 Kronen ist das nichts. Deine Meinung geändert. Gut. Ich habe auch keine Lust auf einen Streit mit den Wachen. Vor vielen Jahren, als der alte Herr noch Krähenfels regierte, verschwand der Sohn des Schmieds. Das ganze Dorf hat nach ihm gesucht. Man hat ihn schließlich im Fluss gefunden. Ertrunken. Als Wasserleiche. Tragisch. Aber warum sollte mir das weiterhelfen? Einige Tage später fand eine alte Dienerin des Herrn die Mütze des Jungen in der Nähe des Burgbrunnens. Entweder verlor er sie dort, oder er fiel in den Brunnen. Kluger Mann. Wo die Leiche des Jungen gefunden wurde, haben die Dorfbewohner einen Schrein errichtet. Nordwestlich von hier. Bestimmt findest du da irgendwo einen Durchgang. Wo genau ist der Schrein? Folge dem Weg, der durch das Dorf führt, bis zur Brücke. Dann gehst du rechts und immer geradeaus bis zur Kreuzung. Biege dort wieder rechts ab und folge dem Pfad den Hügel hinauf. Ich hätte mich definitiv verlaufen. Der Schrein steht dort oben. Hinter der Brücke rechts, dann wieder rechts. Das finde ich. Danke. Okay. Ja, von daher ist ganz wichtig. Also das ist halt das Problem, ne? Wenn früher jemand im Brunnen gefallen ist und so und das ganze Trinkwasser verseucht hat, ist halt echt ein Problem für so eine Burg. Du musst einmal außen rum. Ja, passt. Aber wir haben Plötze da stehen. Der steht schon bereit. Und du umgehst ihn und sammelst die mal mit Kräuter ein. Tada. Wird wohl heute anscheinend doch nicht eine Zeitquest. Aber dann hast du wenigstens das schon. Ich meine, die laufen ja auch nicht weg. Die werden ja auch nicht schlecht. Tun sie nicht? Nö. Schade. Weil doch, vielleicht diese eine Sidequest mit dem Wanderer. Und einmal aus den Raum. Über die wunderschönen Straßen von Wellen. Hier ist alles tot. Da ist eine Hütte. Und du musst nach rechts. Was ist denn das? Ein Geist. Wow. Hübscher ja. Ging's nicht, wa? Oder hier bieten sie das zweiköpfige Pferd an. Nee, nee. Achso, du willst nur die Pflanzen. Ich dachte, du läufst jetzt die falsche Richtung. Nein, Pflanzen. Pflanzen. Irgendwann haben wir so viel Material, da wirst du mir noch dankbar sein. Richtig. Jetzt wirst du wieder mit den Leichen spielen. Hm,
Ich lebe doch. Sowas macht man nicht, Kinder. Hast du ihn gerade mit einer Armbrust abgeschossen? Nein. Und da ist der Schrein. Du hast Bambis Mutter getötet. Jetzt habe ich Bambis Mutter getötet. Du Monster. Und Bambi läuft weg. Es gibt rohes Fleisch. Bringt eigentlich, glaube ich, aber gar Bambis nichts. Mutter. Da ist der Schrein. Ist der Schrein. Der Durchgang Ostab muss hier irgendwo sein. Sechs Sommer. Ostab, sechs Sommer. Okay. Auf in den Fluss. Wir müssen ein bisschen tauchen. Da ist er. Oh, er hat ihn direkt gefunden. Sie haben ein ertrunkenes Problem hier? Nein, haben sie nicht. Aber Hexer sind an. Hab ich doch schon. Ist nichts, okay. Ja, ist hier nichts. Krähenfels. Wie ist der Junge eigentlich da raus? Muss Hochwasser gewesen sein, ne? Weil ansonsten wäre der hier gar nicht rausgeschwemmt worden. Hoch. Dann muss ja immer noch Hochwasser sein. Naja, das war vor einiger Zeit. Ich glaube, das ist schon ein bisschen länger her. Das war ja auch bei dem alten, sag ich mal, Meister der Burg, ne? Vor dem Krieg. Ach, guck mal, da ist wieder ein Wasserweib. Und sie wirft wieder mit Dreck nach dir. War schwächer als das andere. Niemand mag Wasserweiber. Niemand. Warum hätte sie sich nicht anders hinlegen können? Was denn? Magst du das nicht? Ist es dir unangenehm? Ist es dir unangenehm? Nein. Es ist mir eigentlich vollkommen egal. Da bist du reingekommen. Da kannst du auch nicht raus. Da sind zu viele Stalagmiten und Stalaktiten. Ja. Ich hätte es schon geschafft. Ja, ich will aber nicht, dass du versucht. Na, was ist der Unterstieg zwischen Stalagmiten und Stalaktiten? Keine Ahnung. Weißt du, was ist? Nö. Es gibt ein ganz leichtes Sprichwort, wie du dich merken kannst. Stalagmiten sind die von unten nach oben wachsen, weil sie steigen wie die Mieten. Und Stalaktiten sind die von oben nach unten runterhängen, weil sie abfallen. Toll, selbst Geralt ist gelangweilt von deinem Scheiß. Weil sie abhängen wie Titten. Daumen auf Stalaktiten und Stalagmiten. Was denn? Selbst Geralt hat sich umgebracht. Weil du den von der Klippe gestoßen hast. Nein. Wenn ich gestoßen hätte, hätte ich hinter ihm gestanden. Ja. Der arme Geralt. Der muss. Stuckt der eigentlich, wenn er eine Klippe runterfällt? Total unlogisch. Er ist ein Hexer. Die sind nicht unbesiegbar. Ja. Aber es sind Meerjungfrauen. Du musst nochmal das Wasserweib besiegen, oder? Ja, anscheinend schon. Durchaus. Also ja, Stalagmiten von unten nach oben, Stalaktiten von oben nach unten. Falls irgendwann mein Leben davon abhängt. Aber ich denke nicht. Als ob mein Leben davon abhängen würde. Ja, weiß nicht, vielleicht wirst du ja irgendwann mal, wer wird Millionär. Also ich werde die ganze Serie, ja. Zack, zack, zack. Keiner mag dich. Warum bist du auch hier alleine und hast keine Freunde? Ist sie ausgenommen schon? Nee, die liegt da noch. Okay. Wie eine Weihnachtsgans. Mondsteine. Pilze. Der Weg nach oben. Ich frage mich echt, wie der Junge es da rausgeschafft hat. Von da komme ich. Also er muss ja auch irgendwie in den Brunnen verhungert sein. Ah, okay, du hättest so viel Stalaktiten geschafft. Und Stalagmiten. Pass auf, da ist der Abgrund. Wir wollen keine... Das sieht immer so gefährlich aus. Ich bin fast da. Da ist der Brunnen. Mit A. Will er nicht. Du hast B gedrückt. Ja, ich habe auch A zwischendurch gedrückt. Will er nicht.
Und wir kommen raus. Und jetzt kommen ganz viele Wachen. Ach ne, jetzt sind wir direkt vor dem Baron. Das ist ein Traum gewesen. Sima, das waren Bälle. Anni und ich haben einige mitgemacht. Wie wir tanzten und uns drehten. Oh! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Genug. Egal, wie du es anstellst. Die Lieferungen müssen wöchentlich erfolgen. Bleibt dir nicht zum Tee? Nein. Du hast noch einen anderen Gast. Ah, unser Verfechter der Unterdrückten. Sei gegrüßt. Der Ruf eilt mir voraus. Das stimmt. Als ich vom Gemetzel meiner Männer hörte, hoffte ich, dass sie dich fangen und hängen. Oder zumindest auspeitschen. Aber dann dachte ich mir, die Halsabschneider hat er alleine in die Tasche gesteckt. So ein zäher Kerl könnte nützlich sein. Cleverer Mann. Tja, nützlich für was? Ich bin ein Auftragsschläger. Wie? So gehört sich das. Ich bin sicher, wir werden gut zusammenarbeiten. Hier entlang. Eins noch. Du machst diesmal besser keinen Ärger. Denk daran, ich habe noch nicht über dich entschieden. Das mache ich nach unserem Gespräch. Darf ich erstmal die ganzen Blumen sammeln? Nein. Oh. Du musst jetzt erst mit ihm reden. Fühl dich wie zu Hause. So, wo ist der verdammte Wodka? Ah, da ist er ja. Ein Schlückchen? Komm, trink was mit ihm. Warum nicht? Ganz nach meinem Geschmack. Nach Voltests Tod und Nathalies Verschwinden. Verdammt, auf welche anständigen Temeria kann man heute noch trinken? Trinken wir auf uns. Warum nicht? Tja. Nun zur Sache. Ich bin Philipp Strenger. Doch in den Dörfern hier nennt man mich den blutigen Baron. Geralt von Riva. In den Dörfern nennen sie mich den Schlechter von Labing. Ich weiß, wer du bist. Das ist auch der einzige Grund für unser Gespräch. Gefällt es dir in Velen? Es ist grauenvoll. Es ist ein toller Ort. Kommt zum Punkt. Nein. Überall Sümpfe, Moore und Schlamm. Ganz genau. Wenn hier jemand vom Weg abkommt, findet man ihn kaum wieder. Worauf willst du hinaus? Viele haben hier ihre Liebsten verloren. Manche ihre Frauen, andere ihre Töchter. Du drohst mir? Hä? Komm endlich zur Sache. Manchmal sei ein bisschen überempfindlich. Ciri, ihretwegen bist du gekommen, richtig? Tja. Sie war also hier. Sie kam vor einiger Zeit hierher, erschöpft, verwundet und stank wie ein nasser Hund nach einer Jagd. Klingt eindeutig nach Ciri. Wie ich erfuhr, kam sie aus dem Sumpf. Oh, jetzt haben wir einen Backlash. Lied. Sie sagte, Monster aus dem Wald hätten sie vor dem Dorf angegriffen. Damals war sie klein und dick. Und jetzt ist sie groß und schlank. Ja. Jetzt musst du Ciri spielen. Cirilla, wenn du als Cirilla spielst, hast du keinen Zugriff auf das Inventarmenü und kannst keine Zeichen wirken. Weil du keine Hexerin bist. Das war knapp. Ich muss hier weg. Sie nicht? Ich finde immer noch, ihre Stimme ist im Deutschen so ein bisschen komisch. Also ich mag die Englische wirklich da, bei Cirilla wirklich mehr. Weil hier klingt sie, klingt nicht wie so eine junge Frau, ne? Okay, Folge im Flussbild. Töte die Wölfe. Sie braucht Hilfe. Aber du kannst dich die ganze Zeit so rumteleportieren, ne? Was?
Du kannst das machen die ganze Zeit so. Ah, ich weiß, das habe ich schon mitgekriegt. Das ist aber auch echt viel cooler als Zeichenbogen. Hat sie eigentlich nur ein Schwert? Was? Sie doch? Warum sie nur ein Schwert hat? Ja, aber sie. Warum nicht? Sie ist keine Hexerin. Ja, aber was, wenn sie auf Monster trifft? Tja. Sie braucht nur ihr Schwert, sie ist stark genug. Kannst wieder runterkommen. Ihre Schminke ist ein bisschen verwischt. Ja. Hallo. Hast du dich verirrt? Ein bisschen schon. Und du? Ich verirre mich nie. Was? Ich verirre mich nie. Wenn das stimmt, was machst du dann alleine so tief im Wald? Nach verirrten Mädchen suchen. Was ist dir denn passiert? Das? Ist gar nichts. Wo wohnst du? Was machst du hier? Wie bist du denn hierher gekommen? Mit meinem Vater. Ich sollte dem süßen Pfad folgen und essen, was ich mag. Er wollte warten. Nett. Also habe ich das gemacht. Aber dann wollte ich einen Schmetterling fangen und kam vom Weg ab. Warum wollte dein Vater, dass du dem süßen Pfad folgst? Weil wir nichts mehr zum Frühstück hatten. Verstehe ich nicht. Ich war böse. Hab den Milchkrug zerbrochen. Deine Eltern waren wohl wütend. Dann erstmal das Kind zum Knechten bringen. Mutter sagt, ich sollte Haue kriegen. Aber Vater sagt, es gibt sowieso zu viele Mäuler zu stopfen. Mich zum süßen Pfad zu schicken, wäre die Lösung. Du und dein Vater. Wann seid ihr aufgebrochen? Heute früh. Hat die Sonne euch das Gesicht oder den Rücken gewärmt? Den Rücken. Dann müssen wir nach Osten. Komm, ich bring dich heim. Sie doch da nicht heimbringen. Und ich sag deinen Eltern, dass sie keine Kinder im Wald verlieren dürfen. Wir können nicht heim. Der Wolfskönig und sein Rudel. Schau, was ich auf dem Rücken hab. Wölfe fürchten es. Könige auch. Komm, ich helf dir hoch. Dann nicht. Okay, folge Kretgar